wir beginnen praktisch von unten nach oben. Ja, das heißt, wir stehen erstmal schulterweit auseinander. Die Schulter bringen wir nach hinten und nach unten. Stellen uns vor, als wenn wir einen Faden hängen. Dann atmen wir tief ein, atmen tief aus, halten die Luft an, also tief einatmen, tief ausatmen, Luft anhalten und dann ziehen wir den Beckenboden richtig hoch wie so ein Aufzug, hoch bis zu Brekma und lassen ihn langsam wieder runter. Und das machen wir mehrmals, solange wir die Luft anhalten können. Und dann atmen wir nochmal tief ein. Atme tief aus. Luft anhalten und dann den Beckenboden kräftig langsam hochziehen und langsam wieder loslassen. Das machen wir wieder mehrmals. Und diesen Zyklus mache ich morgens immer fünfmal, also empfehle es auch meinen Patienten fünfmal, also fünfmal die Luft anzuhalten und den Beckenboden hochziehen und langsam locker lassen. Ja. Beckenbodenatmung ist wichtig für die untere Extremität, für die Beckenorgane, für einen guten Stand, mehr Erdung, für die Gesamtzirkulation, das ist das unterste Diaphragma. So, für das zweite Diaphragma, kommen wir langsam damit zu Ende, da stellen wir uns praktisch so hin, ja. Und jetzt ist die Idee, mit der Einatmung geht der Bauch raus, mit der Ausatmung geht der Bauch rein, dann halten wir die Luft an und ziehen den Bauch an und mit angehaltener Luft wird der Bauch gepumpt, ja. Also praktisch einatmen, Bauch rausdrücken, ausatmen, Bauch anziehen, Luft anhalten und dann wird der Bauch gepumpt. Und zwar langsam große Bewegung, es geht nicht um schnelle Bewegung, der Bauch sollte sich so viel bewegen. Das machen wir wieder fünfmal den Zyklus. Einatmen, ich zeige es mal nochmal. Einatmen, Bauch raus, ausatmen, Bauch rein, Luft anhalten und pumpen. Ja, ich mache das mal fünfmal. Den Kindern zeige ich das so, dass sie den Finger auf den Bauchnabel machen, das spüren. Einatmen, Bauch raus, Bauch ausatmen, Bauch rein. Luft anhalten und große Bewegung pumpen. Und dann, wenn du wieder atmen musst, wieder einatmen, Bauch rausdrücken, ausatmen, Bauch rein, anziehen, Luft anhalten und pumpen. Den Kopf auch gerne ein bisschen nach vorne nehmen und hängen lassen. Auf alle Fälle haben wir uns aufgestützt auf den Knien. Dann machen wir das ein allerletztes Mal. Einatmen, Bauch raus. Ausatmen, Bauch rein. Luft anhalten. Und pumpen. Okay, dann könnt ihr euch langsam wieder aufrichten. Die nächste Übung ist für den Brustkorb. Da haben wir jetzt die Arme auseinander. Füße schulterweit auseinander. Knie ein bisschen locker. So, Becken locker lassen. Linke Hand zeigt nach oben, rechte Hand zeigt nach unten. Du kannst, wenn du willst, den Kiefer locker lassen und so leicht auch durch den Mund atmen. Die Atmung ist jetzt nicht so wichtig, wie du atmest, sondern dass du einfach entspannt atmest. Und über diese Bewegung hier, ja, wird der ganze Brustkorb gedehnt, die Interkostalmuskulatur wird gedehnt, der Postoclavicular-Kanal wird geöffnet, das ist da, wo die Blutgefäße, Nerven zu den Armen gehen, also für Patienten mit Brachialgien, Durchblutungsstörungen, den Armen, Händen, super tolle Technik. Auch für Kinder oder für Erwachsene, die eine schlechte Haltung haben, ja, das öffnet den Brustkorb. Heutzutage gibt es ganz viele Kinder mit schlechter Haltung. Patienten mit chronischer Bronchitis, Asthma, COPD, Patienten, die einen sehr festen Brustkorb haben. So, wir probieren das mal für 3 Minuten. Ja, Fulford empfiehlt das für 10 Minuten. Die meisten Kinder und viele Kinder schaffen es noch nicht mal 1 Minute.
Und da fangen wir an mit 90 Sekunden und dann steigern wir uns auf 3 Minuten. Ich mache das jeden Morgen 3-4 Minuten. Wenn ich Zeit habe, mache ich es auch mal länger. Aber 3 Minuten kriegst du schon eine gute Dehnung. Du kannst gerne auch dann die Augen schließen, versuchen dein Gesicht zu entspannen, den Kiefer zu entspannen, Brustkorb zu entspannen. Und trotz dieser Position, die nach einer Weile anstrengend wird, versuchst du entspannt zu bleiben und gut zu atmen. Also machen wir noch ungefähr eine Minute. Jetzt bei Patienten, die jetzt massive Schmerzen und Probleme kriegen, die können die Hände vielleicht einen Millimeter oder 2 Millimeter so ein bisschen senken, dass es auch gerade erträglich ist, aber jetzt nicht aus Faulheit heraus, sondern weil es gar nicht mehr geht. Ja. Und wenn du das trainierst, wirst du sehen, du wirst dich verbessern und du wirst eine bessere Atmung bekommen. Also noch 30 Sekunden. Gut atmen. Alles locker lassen. Und am Ende atmen wir ein, bringen die Hände hoch, atmen aus, bringen die Hände runter. Und dann kann man gleich spüren, man hat, bekommt mehr Luft in den Brustkorb, man hat eine bessere Schulterposition, Armposition. So, und jetzt kommen wir zum dynamischsten Teil, nämlich für die Feueratmung, für den Nasenbereich. Da benutzen wir den ganzen Körper, guter Stand. Und was wir machen, ist, wir atmen tief ein und kräftig durch die Nase aus. Und der Schwerpunkt ist auf der Ausatmung. Die Einatmung kommt von alleine. Ich zeige das mal. Richtig rauspressen, ja? Okay, auf die Plätze. Wir machen jetzt mal nur 100 Mal. Ich mache morgens 200 Mal. Bei den Kindern fange ich mit 50 Mal an. Und dann steigen wir uns auf 100 Mal. Ich ziehe für euch mit. Ready, steady, auf die Plätze, fertig. Und go! Die Idee ist, kräftig die Luft rauszupressen. Noch 50 Mal. Genau. Ausatmen. Noch 20 Mal. Alles geben. Richtig die Luft rauspressen durch die Nase. Okay, stopp. Stell dich kurz hin, mach die Augen zu, lass die Arme hängen. Und spürt den Effekt, den diese Übung hat. Und dann kommen wir zur fünften Übung, das machen wir im Stehen, dass wir uns vorstellen, wir sind ganz transparent und der Atem des Lebens, der Breath of Life, kann sich frei durch uns durchbewegen. Manchmal habe ich auch das Bild von einem Delfin im großen Ozean und der Ozean atmet durch diesen Delfin. Die Aborigines beschreiben, dass sie spüren können, wie der Atem des Lebens durch sie durchatmet. Und Van der Post beschreibt in seinen Büchern, dass die Aborigines Angst bekommen, wenn sie nicht mehr spüren, dass der Atem des Lebens frei sich durch sie durchbewegen kann. Und dann wissen sie, dass sie Gesundheit verlieren und krank werden. Und das bringt die Kinder bei mir in der Praxis bei und die spüren, da kommt was beim Ausmaß durch sie durchatmet. Kann man auch als Meditation des Tages übernehmen, wenn man irgendwo an der Bushaltestelle steht oder irgendwo hat nichts zu tun, dass man einfach seinen Flüssigkeitskörper spürt, die Transparenz spürt und auch das, was durch den Flüssigkeitskörper durchatmet, den Breath of Life. Und das, was er mit sich bringt, die Stille, die Potency, die metabolische Aktivität, die Schöpfungskräfte oder auch, wie es Cashman nennt, die biodynamische Kraft. Okay.